Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grauton entdeckt Indie Staffel 1 mit Rogue Legacy. Wir versuchen immer noch den ersten Abschnitt dieses Höllenschlosses zu schaffen und haben jetzt folgende Leute zur Auswahl. Entweder Sir Kotaki, ein Assassine, der ungeschickt ist, Sir McLedley mit einer Glatze oder Sir Charles, der gelehrt ist. Man ist talentiert, aber mit ein paar Problemen. Ich werde mich jetzt für Sir McGladdery entscheiden mit seiner armen Glatze. 788 Geld habe ich. Das nutzt mir nicht so viel. Aber, oh doch, ich kaufe mal hier wieder noch mehr Gesundheit. Sehr schön. So. Ja, die Weihnachtsfeier ist vorbei. Und jetzt werde ich abendlich noch etwas zocken. Zur Entspannung, obwohl ich nicht weiß, ob dieses Spiel dafür das bestgeeignete ist. So, jetzt werde ich auch mal sehen, wie raus man aus dem Spiel ist, wenn man es mal einen Tag nicht gespielt hat. Ich vermute sehr. Aua. Ich laufe auf jeden Fall schon mal in jeden Skill rein. Meine Güte. Ein bisschen Sekt ist natürlich auch geflossen. Der wird natürlich zu einem exzellenten Spiel meinerseits bei... Im Ernst. Exzellenten Spiel meinerseits beitragen. Nein. Ah. Ob es glaubt oder nicht, das lief gerade doch schon immerhin besser als gedacht. So, hier haben wir die doofen Schützendinger. Die machen jetzt nicht so viel aus. Ah, das ist ein Unheilsbild. Ah, fuck, hier ist ja noch ein... Nimm das und das. Was kommt da angeflogen? Ah, doofes Bild, doofes Bild. So. So. Also, das lässt sich besser an als erwartet, immerhin. So, was erwartet uns denn hier? So. Ja, es gilt immer noch viel Geld zu sammeln, um unsere Helden weiter zu verbessern. Denn mittlerweile haben wir ja minus 30 Leben. Durch unser Schwert und... Und durch die Rüstung. Wenn ich mich gerade nicht irre, wartet mal. Ja, Blutschwert und Blutbrustpanzer. Aber dafür haben wir auch ordentlich Vampirismus. Und zwar 6. Also wir kriegen mit jedem getöteten Gegner 6 Leben wieder zurück. Und das ist halt ziemlich geil. Und gerade mit dem Paladin und so geht das dann sogar. Weil man eben ein relativ hohes Grundleben hat. Und da kann man dann auch glatt mal das mitnehmen. Am besten müsste ich mich halt je nach Klasse immer umrüsten. Aber was soll's. So, erstmal unten lang oder erstmal oben lang? Ich gehe erstmal unten lang. So. Also könnte man den Skill wechseln. Die Messer finde ich eigentlich ziemlich nice. Ich nehme die Messer. Weil die kann man so schön direkt auf sein Ziel werfen. Nein! Aua! So, eine Kiste. Sehr schön. Das Gold... Aua! Das Gold steigert und steigert sich. Das ist exakt das, was wir brauchen. Ah, jetzt wieder der Boss. Mitsamt den schönen Truhen hier. Ja, ich habe ihn jetzt ja... Beim letzten Mal habe ich ihn ja einmal fast geschafft. Okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Sehr gut. Oh, jetzt muss ich aber auch noch wieder zurück. Aua. Ah, einfach schnell durch. Einfach schnell durch. Jawohl. Ja. Aber er hat er mir am Ende doch aufs Maul gehauen. Na komm schon, die Unheilsfried. Aua. Falsch rum, falsch rum, falsch rum. So. Aber davon lässt sich natürlich unsere Ehren... Ah. Ah, okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Davon lässt sich natürlich unsere ehrenhafte Aua-Familie nicht unterkriegen.
Und dann sind zwei Kisten. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ah, okay, schnell einsammeln. Ah, oh Gott. Hilfe. Flammenmeer. Schatzsuche im Flammenmeer. Okay, gleich habe ich den erst. Nein! Da habe ich jetzt gar nicht auf mein Leben geachtet, ich Depp. Sir MacGladdery. Du warst heldenhaft. Lady Antoinette, glatze und nostalgisch. Weil nostalgisch habe ich noch gar nicht rausgefunden, was das macht. Stereoblind, Spruchdieb. Den Sensen und Barbarenkönig mit Zwergenwuchs. Dann nehme ich jetzt mal den Spruchdieb mit Sense. Die sind ziemlich praktisch eigentlich. 1400. Hier dauert 1000. Nicht verbessern. Ah, hätte ich fast. Kritisches Treffer plus. Angriffs plus. Minenarbeiter verbessern wäre auch mal nicht schlecht. Gold plus. Oh, das kann ich. Sehr schön. Verbeißt du seine Beutekunst? Ja, komm, dann machen wir doch das. Sehr schön. Haben wir einen Baum gepflanzt. Sehr schön. Der Baum der Beute. So. Der Spruchdieb hat die Fähigkeit, dass er von jedem getöteten Mana sich... jedem getöteten Gegner sich Mana wiederholt. Ja, jetzt kriegen wir von jedem Gold schon mal 11%. 11 Gold statt 10. Ah, nein, lass mich. Ach, du Kackbratze. Ah. Ja, eieiei. So, was ich eigentlich machen wollte, war das. Ja, also wir kriegen jetzt von jedem Goldstück. Ich bin gegengesprungen. Ah. Ach, diese Stacheln gehen einem echt auf die Nerven. Und beide verfehlen. Ach, warum? Ach Gott. Au. Oh Gott, aufpassen, aufpassen. Los, aufpassen. Ja, die Truhe da ist jetzt fies. Da brauche ich mehr Leben, um die einsammeln zu können. Weil, wie ich ja gemerkt habe, kommen die Stacheln auch dann raus, wenn man gerade die Truhe aufmacht, wodurch man da eben so und klapp. Ja, und mit dem Spruch, den kann man dann halt ohne Ende hier seine seine Sprüche raushauen. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Er nutzt halt wirklich nur dann im Prinzip... Was, wo mich jetzt... Oh Gott, jetzt bin ich wo gelandet, wo ich nicht wieder hochkomme. Ah. Okay, Vorsicht. Ah! Puh, so. Jetzt nochmal koordiniert. So, die kann ich also nicht besiegen. Das ist ja frech. Ach doch, die Messer werfen durch, okay. Na gut, dann nehmen wir die doch mal doch mit. Wie komme ich jetzt? Ist hier irgendwo so ein Ding, um durch den Boden zu gehen? Nö. Also das raff ich manchmal nicht, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. So, da geht's noch weiter runter. Ah, sehr schön. Mana und Leben. Und hier wird es wieder runtergehen, genau. In der Dunkelheit, was offenbar das schwerste Gebiet ist, wie es scheint. Ah, man muss doch da reinkommen. Nee, aber ich... okay. Naja, gut. Zack, 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 zack. Und hoch. Jetzt können wir uns aber erstmal... die Truhe noch mitnehmen. Die möchte ich jetzt nochmal haben. Hüpf und hüpf und hüpf.
So, einmal so. Und einmal so. Und weiter geht's. So, jetzt können wir hier noch nach links. Ah, sehr schön. Mana brauchen wir nicht, aber Leben brauchen wir. Und hier gibt es jede Menge Gold. Und jedes Mal ein bisschen mehr als sonst. Dank des neuen Skills. Sehr schön. Ach, die Gegner drehen sich. Ach, das ist ja lustig. Das habe ich auch gar nicht gesehen, dass wenn man stehgeblind ist, auch die Gegner quasi keine Animationsphase haben, wenn sie sich drehen. Das habe ich echt noch gar nicht gesehen. Dass die dann auch so zweidimensional sind. Leben, sehr schön. So. Komm erstmal runter. Autsch. Weg du. Ah, Gold. Ah. Oh Gott, lasst mich. Ah, so. Pfeffer. So. Jetzt geht's da noch hoch. So, okay, nice. Da oben kommen ist der Teleport. Was soll denn das hier? Okay. So, ja, das Gold häuft sich schon wieder. Es läuft besser als erwartet in jedem Fall. So, da ist der Bossraum. Jetzt haben wir die Ecke hier, glaube ich, schon komplett abgehandelt. Ja. Okay. Wird etwa aus dem Fail-Play letztendlich doch noch ein Let's Play? Wer weiß. Nur die Zeit wird es zeigen. Etwa? Wackelst du? Nein. Sehr schön. 1400. Davon kann man schon mal ordentlich was kaufen. Jetzt geht's hier noch nach rechts. Nee. Also mit so viel Gold nehme ich das jetzt hier mal nicht, weil dann habe ich zu viel Angst, dass der Igelfluch wird und ich alles Gold wieder verliere. Es könnte natürlich auch der Obolus sein vom Tod. Ja, und jetzt? Wenn man die nach unten werfen könnte, hier die Dinger, dann würde es ja gehen. Aber so weiß ich echt nicht, wie man es machen soll. Ja, könnte zwar auch der Obolus sein. Aber es kann eben auch der Igelflug sein. Und dann verliert man alles, was man hat. Aua. Ja, aber wenn es das ist, dann kann ich natürlich mit einer Riesenmenge Gold in die nächste Runde starten, ne? Ah, Leute. Da würde mich mal interessieren, was ihr da machen würdet. Würdet ihr immer Risiko gehen oder würdet ihr sagen, nee, komm, das ist es nicht wert? Ja, oder es kann halt ja auch sein, dass man nicht stirbt. Dass man einmal, wenn man stirbt, nochmal wiederbelebt wird. Was ja auch relativ gut ist. Oh, die brauche ich drei Schläge als Spruchdieb. Aber ich muss sagen, der Spruchdieb ist fast, glaube ich, schon meine Lieblingsklasse. Also das ist echt ziemlich gut. Oh, Leben aufgeladen. Mal da brauchen wir nicht aufladen. Hier geht's zum Wald. Ja, wir können ja mal gucken, was für eine Art sie hier gewählt haben. So. Nee, warte mal, geht's im Schloss noch was zu erkunden? Ja, da. Ich mache erstmal das Schloss zu Ende noch. Bevor ich jetzt hier. Ach, was soll ich machen? Soll ich mir das holen oder nicht? Aber wenn es der Igelfluch ist, dann heißt es, jedes Mal, wenn ich getroffen werde, verliere ich Gold. Kann es halt wirklich sein, dass ich am Ende ohne alles dastehe. Aber wenn es Charons Obolus wäre, hieße das, ich dürfte mit 1800 Gold in die nächste Runde gehen und könnte dann halt locker das für den Tod zusammenkriegen unter Umständen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So. Wackelst du? Ja, du wackelst. So. Ah, schwierig. Ah, verfehlt. Egal. So, weg den Scheiß. So, hier geht's wahrscheinlich auch in den Wald, nehme ich an. Nee, doch nicht. Nicht hinschauen. Aha.
Ja, aber wie soll ich denn... Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn rückwärts laufen? Okay. Ja, also aus den Fehltruhen werde ich manchmal... Okay, wie geht die, jetzt? Ah. Hä? Ja, und jetzt? Bin ich jetzt... Haben die mich jetzt echt in eine Falle geschickt, aus der ich nicht mehr rauskomme? Ach so. Auch jetzt ist er durchs Abprallen hoch und danach war es wieder weg. Ich fasse es nicht. Hä? Wie soll... Och, Mann. Och, wie... Mann. Wie dumm kann man scheitern, ey. Jetzt ist er aber oben immer durch das Abprallen des Schlagen hoch und dann war es wieder weg, wenn ich runtergefallen bin. Es war ja ein bisschen... lustig. Hokage mit Farbenblindheit, Lady Stephanie, Lady Lisa, Hokage mit Zwangsstörung und Sir Tringistra, der zweite mit Gesichtsblindheit. Dann nehme ich doch hier Lady Lisa mit Zwangsstörung. 1867. Was kann ich denn davon machen? Den Licht könnte ich verbessern. Drücke Dreieck, um maximal LP in maximal MP umzuwandeln. Hm, okay. Spruchdieb. Drücke Dreieck, um verstärkte Sprüche zu wirken. Oh. Oh. Und das kann ich... Ja, also ich mache auf jeden Fall hier mal den Spruchdieb verbessern. Ach, ich habe zu wenig. Nein, ich habe zu wenig. Ich fasse es nicht. Ja, das finde ich gar nicht so gut. Man wird es halt irgendwann machen müssen, um weiterzukommen. Ach, nee. Ach, was mache ich denn jetzt? Was ist das hier noch? Sturzschlag plus? Finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Was nehme ich denn jetzt? Ja, komm, hau ich nochmal was. Hau ich nochmal was in den Angriff und nochmal was in die Rüstung. Kann ich noch was? Das hier kann ich nochmal. Na komm, kritische Treffer kann auch nicht schaden. Was ist das hier? Kritischer Schaden plus, okay. Na dann, auf ein neues. Ah, Mist, ey. Wenn es jetzt der Obolus gewesen wäre da in der Runde davor bei der Statue, dann hätte ich jetzt natürlich 1800 Gold. Ja, es geht natürlich nicht weiter runter, was auch sonst. Ah, weg, 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 weg. Und jetzt hoffe ich mal, so einen Zauberspruchwechsler zu finden. Ah, das läuft da ganz bezaubernd. Nimm dies! Ah! Autsch! Autsch! Oh Gott! Ah! Ja, ihr seht schon, wenn ich meine Zauber nicht habe, ne? Dann ist gleich... Oh, voll reingerannt. Ist gleich Panik angesagt. So, Konzentration jetzt. Nein! Was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Die habe ich ja noch nie gesehen. Level 19er Inferni. Okay. Als Schloss wird offenbar auch schwerer. Das finde ich nicht gut. Okay, mit dem Tod von Lady Lysa beenden wir diese Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn einer dieser tapferen Recken hier weitermacht. Entweder Lady Blair, Sir Scorpio oder Lady Charlotte die Zweite. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gauthohn. Ciao.